Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wie ihr seht, ich bin versteckt in einem Busch. Das hat auch noch nichts zu tun. Wir machen heute nämlich die Trophäe nicht der Nordweger, den ihr sucht. Ich bin hier in Legra Kestershire, genau in der Stadt Legra Kester. Das kann man natürlich überall woanders auch machen, wo man diese orangenen Gebiete oben hat, diese Untersuchungsgebiete. Jedenfalls sehen wir jetzt hier diese Mönche. So, wir reihen uns dann einfach mal hier mit ein, zack, untertauchen. Und dann denken alle, wir sind auch ein Mönch und fallen nicht auf. So, für die Trophäe müssen wir jetzt unbekannt in so einer Menge von Mönchen an einem Gegner vorbeikommen. In so einem orangenen Gebiet. Der da oben würde mich zwar quasi sehen, aber das zählt leider nicht. Wir müssen nah genug an so einem Gegner vorbeilaufen, um ihn töten zu können. Um quasi einen Attentat auszuüben. Dann wird die Trophäe erst freigeschaltet. Deswegen gehen wir jetzt mit der Menge mit. Und da unten am Eingangstor, wie ihr schon seht, stehen zwei Wachen. Und die guten Mönche laufen nämlich genau an denen vorbei und drehen dann wieder um. Und das ist quasi die Chance, um einen Attentat auszuüben. Das machen wir aber nicht, weil wir wollen ja nicht entdeckt werden. Das heißt, wir gehen dann kurz mit den Mönchen so nah ran, dass wir ein Attentat machen könnten, drehen wieder um und dann wird auch schon die Trophäe freigeschaltet. Ich war jetzt ein paar Mal hier, bin gerade zufällig durchgeritten, jetzt war gerade die Gelegenheit da für das Video. Und ja, also hier klappt es nicht immer. So, jetzt müssen wir hier kurz ein bisschen rausgehen. Da haben wir das Attentat, wir leuchten immer noch weiß, das heißt, wir sind immer noch getarnt. Und jetzt kriegen wir auch schon die Trophäe, ich krieg's jetzt nicht, weil ich hab sie schon. Aber es ist jetzt, damit ihr es wisst, wie es geht. Es gibt auch noch einige andere Gebiete, wo es geht. Die habe ich auch schon gesehen, aber das Video hat sich gerade angeboten. Deswegen einfach mit den Mönchen mitgehen, bis ihr nah genug dran seid für einen Schleichangriff oder Attentat. Und dann bekommt ihr die Trophäe. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.